Hier ist Fischsommer wie André Domke von der Sonneninsel Schmusedom und wir machen heute gebratenes Ostseedorschfilet richtig lecker. Die Pfanne, Ihren Herd, Ihren Gasherd oder E-Herd bitte schon anmachen auf 70% der Leistung, weil die muss nämlich heiß werden. Wir brauchen heute 50 Gramm Butter, eine Zitrone, zwei Dorschfilet, jeweils 150 Gramm mit Haut, ohne Gräten, Zitronenpfeffer, Meersalz und ein bisschen Mehl zum Melieren. Da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister dran, aber leichte Röstaromen und auch das Filet wird dadurch ein bisschen geschützt. So, die Butter in die Pfanne. Dann fangen wir an mit Meersalz, die Filets und mit Zitronenpfeffer. Zitronenpfeffer ist ein ganz, ganz toller für Fisch. Also diese leichte zitronige umdrehen, die andere Seite auch. Leicht, schöne. Hier sehen Sie sogar beim Dorsch, ne? Diese grün-bräunliche, gräunliche mit dieser leichten Tigerfarbenoptik und dieses schöne, helle, weiße Fleisch. Ostseedorsch ist wirklich was ganz, ganz Tolles. So. Unsere Butter geht langsam auf. Wo kriegen Sie Ostseedorsch her? Also entweder bei unseren Strandfischern auf der Insel Usedom oder in einem meiner Fischdomke-Restaurants. Wir beraten Sie da gerne. Ansonsten immer zum Fischfachhandel gehen. So, jetzt können wir schon mal die beiden Dorschfilet leicht melieren, wirklich nur ganz leicht von beiden Seiten und dann abperlen lassen. Wir fangen auch zuerst an auf der Hautseite, legen die rein. Der reine Bratvorgang ist ungefähr so circa maximal 5 Minuten. Immer ein bisschen leicht sulfieren. Übrigens in der Ostsee heißt der Dorsch immer Dorsch, ob er größer ist, ob er kleiner ist, ob sie ihn vor der Laichzeit oder nach der Laichzeit fangen. Mit der lateinischen Bezeichnung Gallus morora. Im Atlantik, im Polarmeer oder in der Nordsee heißt derselbe Fisch mit der lateinischen Bezeichnung Gallus morora immer Kabeljau. Gibt natürlich noch Besonderheiten. Den Skrei zum Beispiel oder auch Winterkabeljau genannt. Den kriegt man nur von Januar bis März, wenn er zum Laichen im Polarmeer nach Nordnorwegen zu den Lofoten kommt. Und der wird auch nur mit Langleine geangelt. Das ist wirklich eine super Delikatesse. Aber für mich immer noch Ostseedorsch das Beste. Oder schön leicht so ein bisschen sulfieren das Filet. So wie auf nur 70% der Hitze. Nicht so doll. Ne? Schönes, festes Fleisch. Man kann ihn braten, man kann ihn kochen. Man kann so viele Sachen mit ihm. Man kann ihn auch räuchern. Okay. So schmeckt die Ostsee. Also wenn die Ostsee durchkriegen, ist wirklich ein Traum. Ne? Und nochmal zurückzukommen zum Skrei. Den kriegen Sie wirklich auch immer nur als frische Ware, als Frischfisch. Den gibt es weder gefroren oder sonst wie. Ne? Wenn Sie mal die Chance haben, machen Sie ruhig mal die Vergleiche. Ne? So. Dann gibt es in Island noch eine Besonderheit von Kabeljau, den Nutak. Nutak haben sich die Isländer ausgedacht, die können auch gut Fisch. Und zwar, wenn der Fisch gefangen wird, maximal 2 Stunden nach dem Fang, wird der Schock gefrostet. Um wirklich das Beste am Filet zu behalten. Den kriegen Sie natürlich ganzjährig zu kaufen und auch nur gefroren. Gucken Sie ruhig mal rein hier, ganz, ganz toll. So, jetzt drehen wir das Ganze schon mal um. Einmal auf die andere Seite. Zack. Zack. Das duftet. Wenn Sie das riechen könnten. Schön in der Butter. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Immer schön weiß sortieren. Sehr gut. Also, Sie können dazu zum Beispiel hausgemachte Stampfkartoffel, einen saisonalen Salat, wie Sie möchten. Also da passt wirklich vieles dazu und wirklich schön einfach fettarm, der Dorsch, sehr, sehr fettarm, viel Proteine, ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen und wirklich schnell zubereitet. Ja. Jetzt kommen wir schon langsam zu der halben Zitrone. Und zwar machen wir jetzt unsere eigene Meersalzbutter und dann löschen das quasi so ein bisschen damit ab. Einfach ringsherum reinspritzen, ruhig ein bisschen dampfen lassen. Dann können Sie gleich noch ein bisschen Meersalz dazugeben und Zitronenpfeffer. Das Ganze muss jetzt ein bisschen einreduzieren. Das duftet, wenn Sie das riechen könnten. Ostseedorsch, ich liebe Ostseedorsch. Dann können Sie auch schon die Pfanne, die Leistung Ihres Herdes aufmachen.
und können ihn dann schon servieren. Kann ich das gerne mal zeigen. Ups. Einmal auf der Hautseite. Und das andere Stück drehen wir mal um, damit Sie das sehen können, wie goldig braun der ist. Wir schneiden den mal an. So, damit Sie sich ein Bild davon machen. So sieht ein perfekter Garpunkt aus, wirklich leicht glasig. Ostseedorsch beim Fischsommelier. Ahoi!